Corporate, Independent Magazine, auch von der Mischung der Vorträge, dass nicht alle nur ich und meine tollen Layouts zeigen, sondern dass auch Orientierung, Zusammenfassung, Überblick gezeigt wird. Und wir haben letztes Jahr den Jaap von Cover Junkie eingeladen. Der hat er leider absagen müssen. Dieses Jahr wollte er wiederkommen, hat wieder abgesagt. Gott sei Dank kam unmittelbar danach kam eine Mail von Lena, Linda, Mirjam. Wir machen einen Blog, 111 Magazine, und zwar nicht querbeet, sondern exakt für, was Designer lesen sollen. Es ist kein Ersatz, es ist eine bessere Geschichte, als wenn man nur Aufzählungen macht. Es ist wirklich für Designer konfektioniert. Und ich bitte euch auf die Bühne. Wir haben uns zweimal in München getroffen. Einmal habt ihr einen Schirm vergessen, ich habe den dabei und übergebe den gleich wieder. Ja, hallo zusammen, danke für die Einladung. Wir freuen uns riesig, dass wir hier sein dürfen. Das ist für uns die beste Möglichkeit, dem Düsseldorfer Karneval zu entgehen. Wir sind Linda, Mirjam und Lena aus Düsseldorf, haben dort vor 3 Wochen unseren Bachelor beendet und sind heute hier, um unser Abschlussprojekt vorzustellen. Das Thema ist 111, Webarchiv für Magazine. Wie der Untertitel schon ganz gut sagt, führen wir ein Archiv für Magazine, wohlgemerkt aber nur für Printmagazine. Und das Internet ist ja dabei nur für uns Mittel zum Zweck und ja, eine Möglichkeit, dem Gedruckten eine große Plattform zu bieten. Wie fing alles an? Das ist mittlerweile fast 3 Jahre her. Das war in unserem 2. Semester an der FH Düsseldorf. Dort sind wir im Kurs Buch und Verlag bei Professor Viktor Malsi und Uwe Reinhardt aufeinander getroffen. Aus drei ganz verschiedenen Richtungen haben wir uns schon mit dem Thema Magazine beschäftigt. Lindas Leidenschaft ist der Text, Mirjams das Editorial Design und meine Typografie. Und ja, unter diesen Aspekten haben wir uns dann es zur Aufgabe gemacht, Magazine zu suchen, die für unsere Kommilitonen während im Studium halt wichtig sind und ja, Inspiration liefern, sowohl von der Gestaltung her, aber auch inhaltlich. Wir haben dann eine Liste erstellt der 111 besten Magazine, daher kommt auch unser Name, 111. Diese Liste haben wir in einer kleinen Printausgabe zusammengefasst, jedes Magazin mit einem Steckbrief vorgestellt und ja, so ist dann ein ganz praktisches Nachschlagewerk entstanden. Bei der Recherche dafür sind wir auf unglaublich viele schöne Magazine gestoßen, die wir natürlich auch keinem vorenthalten wollten und sind dann unserem großen Bedürfnis, das Schöne zu zeigen und weiterzugeben, nachgegangen und haben einen Blog begonnen, wo wir dann wöchentlich Magazine vorgestellt haben. Ja, das Web ist leider immer noch nicht die beste Möglichkeit, um Print gerecht zu werden. Und da sich dann unsere heimischen Magazinregale auch immer mehr gefüllt haben mit Magazinen, haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, diese auch wieder im Raum darzustellen und haben dann im Rahmen der Werkkonferenz letztes Jahr an der FH Düsseldorf diesen Raum gefunden und die Möglichkeit gehabt, eine Magazinmesse zu veranstalten. Ja, und da liegt auch der Startschuss für dieses Abschlussprojekt, da dann auch über die Grenzen der FH Düsseldorf hinaus das Feedback sehr groß war und stets positiv, haben wir beschlossen, unsere 3 Bachelor darauf auszurichten und das Ganze zu intensivieren. Ja, das war dann der Startschuss für eine neue Zielsetzung. Wir wollen eine Übersicht schaffen und Zusammenhänge zwischen den Magazinen und ihren Machern aufzeigen. Wir wollen Verknüpfungen herstellen. Und ja, das, was wir über die Jahre angesammelt haben an Magazinen, wollen wir natürlich fortführen und pflegen und lebendig erhalten. Wir wollen den Markt etwas durchsichtiger machen, dabei aber nicht den Markt vollständig erschließen, was bei der Fülle der Magazine auch ziemlich schwierig wäre. Es ist nicht unser Ziel, zwingend aktuell zu sein. Wir haben da unsere ganz eigene Reihenfolge. Das, was uns momentan persönlich beschäftigt, spiegelt sich auch in den Magazinen wieder. Dann auf Reisen ändert sich wieder die Perspektive. Und so haben wir auf unserer Webseite eine ziemlich eigene Chronologie. Ja, unsere Art der Archivierung ist eine Selektion der gestalterisch und inhaltlich schönsten Magazine. Da einmal 111 bei der Arbeit. In erster Linie haben wir für uns diese Überarbeitung gemacht, in zweiter Linie natürlich auch für unsere Zielgruppe.
die von Kindling über Fluter und Titanic bis hin zu Horst und Edeltraud, Vogue und Du reicht. Und ja, das ist eine breite Zielgruppe von Ästheten. Und so ist die Überarbeitung. Ja, das ist das Ergebnis unserer Arbeit in den letzten Monaten, unsere neue Webseite. Wir haben das Logo überarbeitet. 2 Jahre lang stand 111 nebeneinander. Das hat man eben noch auf dem alten Blog gesehen. Jetzt haben wir das inhaltlich überarbeitet und die Wörter untereinander gestellt. Das ist also inspiriert von dem vertrauten Bild aus dem Magazinverkauf, wo Magazin vor Magazin steht und eben Titel überlagert. Dazu der Untertitel, der hier die Namen der Magazine wiedergibt, die bei uns im Archiv gelistet sind. Pro Klick wechselt das dann, zum einen, um das Archiv auch lebendig zu halten. Zum anderen sind bei der Namensgebung von Magazinen ja auch, da gibt es keine Grenzen, also da tauchen auch interessante Titel auf und das ergibt dann also Magazinsätze, die manchmal sogar Sinn ergeben, ansonsten ja, irgendwo auch dadaistisch angehaucht sind. Auf der Startseite immer das letzte Magazin, das wir vorgestellt haben. Wir platzieren die Magazine immer auf einer Oberfläche und drapieren dann 3 Gegenstände dazu, um ein erstes Gefühl für die Proportionen zu geben. Stichwort Proportionen. Wir wollen Print so realistisch darstellen, wie es das Web eben zulässt. Wir waren selbst oft immer überrascht, wie groß oder wie klein ein Magazin ist, wenn man es dann in der Hand hatte, weil so auf dem ersten Blick sehen die Magazine im Web erstmal alle gleich groß aus. Ja, damit wollten wir hier aufräumen, deswegen haben wir die Magazine in Proportionen zueinander gestellt. So, ja, dann haben wir, das Wichtigste war für uns die Erstellung eines Filters. Man kann jetzt hier die Magazine nach Jahr, Land, Thema, Editor und Art Director filtern. Was auch so auf unsere Überraschung zurückzuführen ist, dass man dann geguckt hat, ach ja, welcher Gestalter hat denn bei dem Magazin mitgemacht und ja, da vorne hat er ja auch mitgemacht. Jetzt hier mal als Beispiel der Yuan Peng, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, von Wessinger und Peng aus Stuttgart. Da sieht man dann auf einen Blick eben die Magazine, wo er mitgestaltet hat oder sie eben gestaltet hat und was dann auch nochmal wie so ein Mini-Portfolio ist im Grunde. Ja, zum Beitrag selbst. Wir zeigen eben wie auf der Startseite ein Bild vom Magazin oder ein Video, dass man auch einen Eindruck von den Innenseiten bekommt. Dazu gibt es immer einen Steckbrief, wo man dann die wichtigsten Daten auf einen Blick hat und einen ausführlicheren Text, wo dann eben noch Zusatzinformationen sind, kleine Anekdoten, die nicht in so einen Steckbrief passen. Ja, ganz wichtiges Thema bei uns ist die Kategorie Magazingeschichte. Das hat der Herr Meret gestern schon so schön gesagt, die Vergangenheit darf nicht vergessen werden und das gilt natürlich auch für die Magazine, die es früher schon gab oder auch heute noch gibt, aber dass man dann schaut, wie die früher eben gestaltet worden sind. Hier noch schön die Sibylle, ein Modemagazin aus der DDR, auch ganz bekannt unter der Vogue des Ostens. Oder unten rechts die Twen in den 60ern. Erschienen, hat für viel Wirbel gesorgt, war ein ganz neues Format. Ja, wenn man da schaut, was es gab, was es früher gab und was es heute gibt, dann fallen auch Zusammenhänge auf. Jetzt hier der amerikanische Klassiker, The Saturday Evening Post, Ausgabe von 1914. Und heute The Heritage Post, ein Magazin aus Düsseldorf von Uwe von Afferden. Da sieht man eben auch, da wurde sich inspiriert, wohl auch bewusst. Oder eine Ausgabe von Vogue aus dem Jahr 1911, hier links und heute V Magazine. Das sind einfach Elemente, die wieder auftauchen oder die weiterentwickelt werden und bewusst oder auch unbewusst und das zu verfolgen, das ist ein ganz spannendes Feld. Ja, eine weitere Neuerung auf unserer Webseite ist jetzt die Kategorie Interviews. Uns interessieren hinter den Magazinen auch die Menschen und wir haben da immer ganz viele Fragen an Gestalter, Editoren, Sammler und suchen da immer das Gespräch. Und um diese Informationen, die wir dann bekommen, aus erster Hand dann auch unseren Lesern weiterzugeben, gibt es jetzt diese neue Kategorie. Ja, hier sieht man ein Beispiel von unserem ersten Interview als Film. Da haben wir den Horst Moser hier in München besucht, in seinem Archiv. Durch Horst Wackerbart, einen Düsseldorfer Fotografen, ein Bekannter von uns, wurden wir auf ihn und auf sein Archiv aufmerksam gemacht und haben dann direkt den Kontakt aufgenommen, durften in seinem Archiv stöbern und haben dann anschließend auch dieses Gespräch geführt, das man sich jetzt auf unserer Webseite anschauen kann.
Ja, wie eben schon erwähnt, ist uns sehr wichtig und ist auch ein sehr großer Anspruch von uns, das Magazin wieder in den Raum zu bringen und das Objektmagazin einfach wieder erlebbar zu machen. Und das machen wir jetzt mit unserem mobilen Ausstellungskonzept. Da haben wir jetzt auch in den letzten halben Jahr dieses Ausstellungsmöbelstück entwickelt, das man hier in seinen Einzelteilen sieht. Zusammengebaut sieht das dann so aus. Es gibt drei Möglichkeiten, es aufzubauen. Einmal als Leiter, einmal horizontal und gespreizt, sodass man diese Ausstellung eben in verschiedene Locations bringen kann, unabhängig vom Raum ist und genau so auch verschiedene Zielgruppen ansprechen kann. Die Auswahl dabei von den präsentierten Magazinen kann dann zum Beispiel eine Favoritenliste bestimmter Menschen sein oder zu einem bestimmten Thema, zu einer bestimmten Zeitepoche gewählt sein. Ja, und hier unten sieht man noch die Tasche, in der dann die Einzelteile verstaut werden können. Und so kann das Mobil dann auf Reisen gehen, verschickt werden. Den ersten Halt hat unser Ausstellungsmöbelstück auf der Werkschau der Fachhochschule Düsseldorf gehabt. Dort haben wir unsere 11 Favoriten präsentiert. Ja, hier sieht man auch, dass es dann immer Infomaterial dazu gibt, was wir dazulegen, wo man nochmal die Steckbriefe der Magazine nachlesen kann, sich das auch mit nach Hause nehmen kann. Und auch wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch gerne bei uns so ein Heftchen abholen und mal reinschauen. In den letzten 1,5 Jahren haben wir auch die Möglichkeit gehabt, mit dem Berliner Magazinladen Do You Read Me verschiedene Kooperationen zu starten. Unter anderem hat man jetzt die Möglichkeit, bei uns auf der Webseite viele der Magazine, die wir vorstellen, auch direkt zu kaufen. Also es gibt einen direkten Link zu Do You Read Me, wo man die Magazine dann, wenn unsere Präsentation gefallen hat, eben auch kaufen kann. Ja, des Weiteren freuen wir uns natürlich, zukünftig auch weitere Kooperationen einzugehen. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr auf uns zukommt, wenn ihr Anregungen habt, Ideen, Fragen. Darauf sind wir natürlich auch angewiesen, dass unser Magazinarchiv auch lebendig gehalten wird. Ja, und da freuen wir uns immer auf den Austausch. Dankeschön. Okay.